Good. On air. Good. On air. Good. Auf Radio Rheinfeld. On air. Good. Auf Radio Rheinfeld. On air. Good. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Radio-Feature bei Gök on Air. Heute eine Songbetrachtung, die ihr dann auch jederzeit gerne als Podcast in meinem YouTube-Channel anhören könnt. Wo ihr den findet und generell alle Informationen zu meiner Radiosendung, ganz einfach gök.org. Gök on Air. Heute geht's um einen Song von Martin O. In meiner Radiosendung erklingt nun bereits seit über 10 Jahren ein festes Ritual, nämlich stets um 22 Uhr gibt's einen Titel von Meister Gordon Sumner, der sogenannte Pflichtsting. Nach den ersten Jahren bin ich langsam aber toleranter geworden und habe neben den Originalen und den Live-Versionen von Sting auch ab und zu Coverversionen und Bearbeitungen gesendet. Heute soll es mal wieder um eine solche Bearbeitung gehen. Zugleich nutze ich den gewählten Song, um eine etwas breitere Betrachtung von Form und Inhalt zu bieten. Euch erwartet also neben dem puren Klanggenuss und verblüffenden Effekten auch so etwas wie eine Songanalyse. An dieser Stelle grüße ich ganz herzlich die Schülerinnen und Schüler meines Grundkurs Musik an der Leibniz-Schule, denen ich den Song bereits im Rahmen der aktuellen Unterrichtsreihe vorgestellt habe. Ich hoffe, ihr habt schöne Ferien. Tatsächlich bin ich auf den Song Ahnenlied von Martin O. erst vor kurzem bei Recherchen zu meinem Unterricht gestoßen. Mag sein, dass der Algorithmus von YouTube mir inzwischen bevorzugt Sting-Titel anbietet, denn auf den Schweizer Stimmakrobaten Martin Ulrich, alias Martin O., wäre ich so eigentlich nicht gestoßen. Kannte ich ihn bislang doch noch nicht. Auch wenn er unter anderem bereits 2012 den Deutschen Kleinkunstpreis abgeräumt hat. Ein Großteil seiner Programme ist natürlich echt schweizerisch. Berühmt ist er allerdings inzwischen eher für sein Symphonium, ein besonderes Loop-Gerät. Was es damit auf sich hat und wie das alles zum Sting-Titel Shape of My Heart passt, dazu gleich mehr. Gök on Air. Alles beginnt also mit der Hausaufgabe in meinem Musikunterricht. Wir untersuchen Popsongs auf typische Formmerkmale, in dem Falle Pattern. 4- bis 8-taktige Abschnitte, die sich häufig wiederholen, manchmal sogar den ganzen Song über erklingen können. Das kann dann eine Bassfigur sein, ein charakteristischer Groove oder eine Harmoniefolge. Oft aber auch gleich alles zusammen. Jeder sollte nun dazu einen Song auffinden. Und als Lehrkraft habe ich natürlich auch 1-2 Beispiele parat. In diesem Fall war es dann der Song Shape of My Heart aus dem Jahre 1993 vom legendären Album 10 Summoner's Tales. Randnotiz, damals war ich selbst in der 12. Klasse und bereits überzeugter Sting-Fan. Das berühmte Gitarrenriff zu Beginn hatte übrigens Dominic Miller zum Song beigesteuert, wie Sting später erzählt hat. Und es stellt in der Tat den eigentlichen musikalischen Erfindungskern des Songs dar. Ein lyrisches, 8-taktiges Pattern in Fis-Moll mit einer harmonischen A-A-B-Struktur. Dieses Pattern läuft den ganzen Song über als Begleitung sowohl zu den Strophen als auch zum Refrain. Lediglich im instrumentalen Soloteil wird es vorübergehend nach Cis-Moll transponiert. Geschickter Arrangeurkniff. Ich habe das für euch mal in meinem Homestudio nachgebastelt. Hier einmal schlicht die Harmoniefolge, die als Pattern dem Song zugrunde liegt. Musik.
So, und jetzt nochmal das gleiche Pattern, allerdings einziger Unterschied mit dem Gitarrenpicking à la Dominic Miller, was es ja dann einzigartig und wiedererkennbar macht. Und wenn man will, kann man das jetzt in Dauerschleife laufen lassen und beliebig dazu ergänzen. Ich habe hier für euch mal Drums, Bass und eine Strophe Gesang ergänzt. Alles über die eben gehörte gleiche achttaktige Spur, unser Pattern. Bei Sting ist das natürlich viel eleganter und auch vom Sound her genialer arrangiert, aber das Prinzip wird deutlich. Deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins, he don't play for respect. Soweit also ein erster Erkenntnisgewinn der Formanalyse im Musikunterricht. Sting und Miller haben in zahllosen Songs mit Patterns gearbeitet und das ist absolut stiltypisch und in diesem Fall handwerklich geradezu klassisch. Es ist nur eine Ebene dieses Evergreens, aber für die Bearbeitung von Martin O., über die ich heute mit euch sprechen möchte, ist es womöglich ein entscheidendes Kriterium gewesen. Ich meine seinen Song Ahnenlied, den wir uns gleich genauer anhören. Für den Moment bedanken wir uns beim Musikunterricht meiner Schüler und halten fest: Shape of My Heart ist ein Popsong, der durchgehend durch ein achttaktiges harmonisches Pattern geprägt ist, das sowohl der Länge einer Strophe als auch zugleich der eines Refrains entspricht. Meisterhaft ist dabei nun Stings individuell melodiöse Gestaltung jeder einzelnen Zeile, die dieses Formraster völlig überlagert bzw. vergessen lässt. Es war Silvester vor 2 Jahren. Kurz bevor Corona nach Europa kam, als im neuen Casino Bern in einem äußerst originellen Format das Variaton-Orchester unter Leitung von Dirigent Drugelub Gdanakiev ein gemeinsames Projekt mit Stimmakrobat und Loop-Performer Martin O. erklingen lässt. Das Ahnenlied. Dahinter verbirgt sich eine komplett neu getextete Bearbeitung von Stings Song für Loop-Symphonium und Symphonieorchester. Doch der Reihe nach. Hier trafen fusionsbereite Klangmeister aufeinander. Dirigent und Geiger Yanakiev hat sie sich insbesondere mit seinen innovativen und kreativen Projekten einen Namen gemacht. Sie zeichnen sich allesamt dadurch aus, dass sie die klassische Musik mit verschiedensten Kunstsparten und Musikrichtungen vereinen. Variaton ist ein unkonventionelles und experimentierfreudiges symphonisches Orchester für junge Musikbegeisterte und setzt sich jährlich neu aus rund 80 Mitgliedern zusammen. Einmal pro Jahr erarbeitet die im Jahr 2004 gegründete Berner Formation ein Konzertprojekt, wobei angestrebt wird, die symphonische Musik mit anderen Stilen oder anderen Kunstformen zu verbinden. Martin O. schließlich präsentiert sich dazu mit seinem Symphonium. Hören wir schon mal in das Intro rein, das er solistisch live gestaltet. Tala 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 t
Bereits bevor das Orchester einsetzt, hören wir also drei Spuren des Symphoniums, das Martin O. virtuos während seiner Performance bedient. Eben wie ein Musiker sein Instrument. Eine Spur liefert den Groove als Beatbox-Sound, eine weitere singt Martin O. als quasi Gitarrenriff darüber, dann schließlich den Bass. Martin O. Symphonium ist ein eigenes, entwickeltes Loopgerät aus Appenzeller Nussholz. Es multipliziert Martin O. Töne, Beats und Melodien in beliebiger Anzahl. So wachsen Martin O.'s gesungene Ton- und Klangstücke im Nu zu einem virtuellen Orchester heran, das ihm auf Beat und Knopfdruck folgt. Inspiriert vom legendären Loopgerät Echoplex des Schweizer Erfinders Matthias Grob, entwickelte Martin O. über die letzten Jahre zusammen mit einem Team aus Spezialisten ein eigenes, einzigartiges Loopgerät, eben das Symphonium. Das komplexe System funktioniert in einem fein abgestimmten Zusammenspiel von Software, Hardware und Handling. Es beinhaltet mehrere Ebenen und diverse Loopgeräte. Bedient wird das Symphonium über die 7 Knöpfe, genauso wie sein legendärer Vorgänger, das Echoplex. Das Instrument mit seinen fantastischen Loop-Möglichkeiten ist quasi der Zauberstab des Klangmagiers Martin O. Soweit die Informationen auf der Homepage von Martin O. Dankeschön, Marieke. Loop-Geräte wie das Symphonium von Martin O. lassen sich nun hervorragend über Pattern einsetzen, beziehungsweise oft geben sie sich auch selbst das Pattern vor. Und hier liegt nun mit Stings Song Shape of My Heart ein bestens geeignetes Songformat vor, mit dem der Stimmakrobat an seiner 7-tastigen Klang-Klon-Maschine spielen kann. Wir hören ihn stellenweise vierstimmig singend, sich selbst noch begleitend, dann auch zum Orchester. Er schaltet gerade eingesungene Spuren zu und ab, je nach Verlauf des Songs. Und das alles live, während er volle Präsenz zum Publikum liefert. Multitasking, das so manchem traditionellen Sänger Respekt abnötigt. Eine ganz eigene Gesangs- und Klangkunst. Ich schau in die Welt von den Schultern der Armen. Ich greif sie mit Händen aus alter Zeit. Ich bin ein Gebäude aus fernem Urgestein. Nur mein Herz gehört mir allein. Glück on Nach der musikalisch-klanglichen Ebene, übrigens mit einem zauberhaften Orchesterarrangement, das wir hier eben kurz gehört haben, kommen wir nun einmal zum Text dieser Bearbeitung. Man findet leider keine ausdrückliche Autorenangabe für Ahnenlied, daher könnte der gänzlich neu auf den Song geschriebene deutsche Text theoretisch von Martin O. selbst stammen, es bleibt aber zunächst leider nur eine Vermutung. Man findet diesen Text auch kein zweites Mal in der Google-Galaxie, nur in diesem Live-Video vom Silvesterkonzert 2019 aus Bern. Ahnenlied. Man stutzt bei den ersten Zeilen zunächst. Ist das Thema doch ein völlig anderes als bei Sting. Es ist also keine bloße Übersetzung. Im Refrain dann die neue Perspektive, auf die man sich erstmal gedanklich einlassen muss. Ich schau in die Welt von den Schultern der Ahnen. Ich greif sie mit Händen aus alter Zeit. Ich bin ein Gebäude aus fernem Urgestein, nur mein Herz gehört mir allein. Ich schau in die Welt von den Schultern der Ahnen. Ich greif sie mit Händen aus alter Zeit. Ich bin ein Gebäude aus fernem Urgestein, nur mein Herz gehört mir allein. Das Lied atmet tiefen Text ja schon in der philosophisch-lyrischen Kartenspieler-Version in Stings originalem Songtext. Hier aber betreten wir nun gänzlich eine Metaebene. Das Bewusstsein der Verbindung mit unseren Vorfahren, das Wissen um Erfahrungen aus Jahrtausenden vor uns, aber nicht als Determiniertheit unseres Handelns und unserer Existenz, sondern als eine Ortsbestimmung, von der aus wir weitergehen, weiter handeln. Die Musik macht es leicht, in die Bilder dieses Textes einzutauchen.
und mit Interesse lauscht man dann der Moral gegen Ende. Wir grübeln nicht, woher wir es haben, wir geben weiter, was wir sind. Hier regt sich doch ein wenig neugieriger Widerspruch bei mir. Ich grüble schließlich gern, woher ich es habe. Ich bekomme Lust einzuhaken und schlage nach. Zu dem Thema habe ich ein wenig Affinität und finde unter anderem einen Gedanken beim Theologen Fulbert Stefensky, der es für mich angemessener ausdrückt. Marike, liest du bitte nochmal? Man muss wissen, woher man kommt, wenn man wissen will, wer man ist. Wir sind nicht nur wir selber, wir sind auch unsere Herkunft. In unsere Gegenwart sind die Wünsche, die Lebensbilder, die Lebenserwartungen der Menschen eingegangen, die vor uns gelebt haben. Sie aufzuspüren heißt, sich selber kennenlernen. Dankeschön. Wir sind, um mit Martin Ohr zu sprechen, eben doch Gebäude aus fernem Urgestein. Ein Lied, das diesen Horizont überhaupt berührt, ist mir schon mal sehr sympathisch. Auch natürlich die Feststellung, dass mit uns und unserem Herz, wenn wir denn danach handeln, die Welt immer von Neuem beginnt, wie Martin Ohr singt. Letztendlich ist es möglicherweise wohl auch einfach eine Frage des Alters. Für diesen Podcast mag das Thema hiermit einmal genug angerissen sein. In jedem Fall ein Text zum Zuhören und Nachdenken. Eines Stinktitels also absolut würdig. Danke an Martin Ohr. Und während ich so über die ganze Bearbeitung hier nachsinne, komme ich auch nicht umhin festzustellen, dass die Verwendung eines Loop-Gerätes, das spontane Passagen ja schließlich wiederholend in eine immer neue Klangmischung über dem letztlich wiederkehrenden Grundpattern beiträgt, eigentlich eine wunderbare Art von Metapher für eben das Thema des Liedtextes ist. Es gibt eherne Wirkmächte, die unser Leben antreiben, wie Patterns in Popsongs. Aber erst unsere Solobeiträge, nach Lebensphasen und Lebensbereichen aufeinander aufbauend, wie Loops, lassen den Song unseres Lebens einzigartig erklingen. Oder um es anders zu sagen, it's the loop of my heart. Wer kleidet sich mit meinen Kleidern, wirft meinen Schatten an die Wand. Wenn ich dein Stirnhaar zärtlich berühre, wer führt meine Hand? Wie einer siegt, wie einer zweifelt, wie einer wieder Anlauf nimmt, wie einer sich verlegen am Ohr zupft, wer hat das bestimmt? Ich schau in die Welt von den Schultern der Ahnen, ich greif sie mit Händen aus alter Zeit. Ich bin ein Gebäude aus fernem Urgestein, nur mein Herz gehört mir allein. Ich schau in die Welt von den Schultern der Ahnen, ich greif sie mit Händen aus alter Zeit. Ich bin ein Gebäude aus fernem Urgestein, nur mein Herz gehört mir allein. 10.000 Väter fragen durch mich, meine Tochter, warst du auch schön brav? Mit meinem Arm wiegen 10.000 Mütter die Tochter in den Mittagsschlaf.
Ich schau in die Welt von den Schultern der Ahnen. Ich greif sie mit Händen aus alter Zeit. Ich bin ein Gebäude aus fernem Urgestein. Nur mein Herz gehört mir allein. Nach deinen Ahnen, meine Freundin, frag ich dich nicht, mir liegt nichts da. Weil ich dich liebe, fängt mit uns beiden die Welt von vorne an. Wir grübeln nicht, woher wir's haben. Wir geben weiter, was wir sind. In tausend Jahren lächelt so wie du jetzt ein Ur, ein Ur-Enkelkind. Ich schau in die Welt von den Schultern der Ahnen. Ich greif sie mit Händen aus alter Zeit. Ich bin ein Gebäude aus fernem Urgestein. Nur mein Herz gehört mir allein. Ich schau in die Welt von den Schultern der Ahnen. Ich greif sie mit Händen aus alter Zeit. Ich bin ein Gebäude aus fernem Urgestein. Nur mein Herz gehört mir allein. Glück on Earth.